12. November 2017, 19 Uhr. Hier ist die verfassunggebende Versammlung für den föderalen Bundesstaat Deutschland über DDB Radio in seiner Sonntagssendung. Wir begrüßen ganz herzlich alle Menschen, die wieder zuhören. Und im Studio ist Reggie. Hallo. Hallo nach draußen und hallo nach drinnen. Ja, wir hatten ja heute wieder Vollversammlung. Einige haben das sicherlich gehört oder mitgehört oder teilweise gehört. Und die Versammlung wird jetzt Tempo aufnehmen. Und warum, wieso, weshalb? Das sind natürlich die Fragen, warum jetzt die Eile in den letzten Tagen. Wollen wir gleich mal ein bisschen beleuchten. Denn es tut sich so einiges auf dem Planeten. Und es tut sich natürlich auch etwas in der Aufdeckung gewisser Zusammenhänge. Ja. Da wollen wir gleich mal gucken, etwas näher drauf schauen. Was ist denn da los? Telefon haben wir heute selbstverständlich auch in der Sendung, sagen wir gleich. Aber die, die sich auskennen, finden das mühelos über Studio 1 auf ddbradio.de. Bis gleich sind wir wieder da. Die obligatorische Anfangsmusik. Tja, da sind wir wieder zurück mit der verfassunggebenden Versammlung heute an diesem Sonntag. Und wie gesagt, es gibt alte Sprüche, es gibt neue Sprüche, es gibt neue Informationen natürlich auch. Und ich weiß nicht, ist es der Hammer des Tages? Könnte sein, der heute reingeflattert ist, obwohl der Bericht schon vom 9. November ist 2017. 9.11. passt doch. Was ja. Hatten wir alles am 9.11., ne? Angefangen von der Reichskristallnacht bis über alle möglichen Dinge. 9.11., ne? Sagt uns ja auch in Amerika was. Dann war ja der Mauerfall und warum nicht sowas am 9.11. veröffentlichen, weil es passt ja eigentlich schon. Passt sogar sehr gut, ja. Und zwar anlehnend an die Frage, die immer wieder gestellt wird, da gibt es ja auf der Seite verfassunggebendeversammlung.com oder de, gibt es ja den Button, der ist ziemlich tief unten. Nee, ist er gar nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Warum der Bundesstaat Deutschland kein Mitglied der UNO ist, beziehungsweise schon frühzeitig im Stadium des Staatenbundes ausgetreten ist aus der UNO und dies der UNO auch mitgeteilt hat. Es gibt vielerlei Gründe, warum das wichtig ist. Der erste Grund, der damals wesentlich war: Die UNO ist eine rein private Veranstaltung. Privatinvestoren stecken dahinter, um das See- und Handelsrecht in Gang zu bringen weltweit. Der Vatikan als erste Anlaufstelle, Schaffer und Schöpfer dieser Institution schon immer beabsichtigt, oder es war von ihr schon immer beabsichtigt, von ihm, nicht von ihr, oder? Also genau weiß man das ja nicht mehr, könnte auch S sein. Ja. Genau. beabsichtigt, also eine Institution zu schaffen, die die Weltherrschaft übernimmt und natürlich auf Basis des See- und Handelsrechts, wir sagen See- und Handelsrecht dazu, bedeutet aber nichts anderes als die Vernichtung der natürlichen Rechtsperson und die Ingangsetzung des Umstandes, dass alle Menschen Körper, Seele, Geist und was haben wir noch? Ja, da ist auch nicht mehr viel. dem Vatikan gehören in der vollständigen Art und Weise. Also wir sind gar nicht da, wir sind einfach nur Artikel zur freien Verfügung. So stellen Sie sich das zumindest vor. Und auf dieser Grundlage wurde auch die UNO gegründet. Und heute kam ein schicker Bericht raus, der mal wieder das Bild ergänzt, was wir schon hatten. UN-Friedenstruppen betreiben riesigen pädophilen Ring. Ja, die kommen ja auch überall rum, ne? Das heißt, wenn also die Blauhelme kommen, dann holt die Kinder von der Straße. So könnte man das fast sagen. Ist unglaublich, oder? Ja, es ist im Prinzip so, dass also praktisch eigentlich diese UN-Friedenstruppen genau das Gegenteil machen. Und jeden zweiten Tag in eine Kindervergewaltigung verwickelt sind. Das hat auch übrigens, ist das auch verlinkt in dem Artikel. Ja, und das sind aber nur die gemeldeten Fälle. Also die Dunkelziffer dürfte dann also auch noch wesentlich höher sein. Und da muss man sich natürlich mal fragen, ja, was sind denn die Vereinten Nationen? Was war eigentlich ihr Ziel? Und ihr Ziel war ja im Prinzip, die Förderung der Menschenrechte
und natürlich auch Frieden auf der Welt zu schaffen. Das ist ja im Prinzip alles von ihnen nicht gemacht worden. Es war also eine Scheindebatte, die also von Anfang an geführt wurde. Die Ziele sind ganz andere. Und Tony Benberry ist auch einer, der also 30 Jahre bei der UN war und da eben auch gekündigt hat, weil er im Prinzip erkannt hat, was da eben im Prinzip läuft und was eigentlich die Hintergründe sind. Im Prinzip ist es ja auch von der UN mit dem Bevölkerungsaustausch, das kommt ja auch da her, natürlich in Absprache mit dem Vatikan, das ist ganz klar, weil der Papst hat ja selbst gesagt, er will auch die NWO. Und ja, diese UNO ist im Prinzip nur eine riesige Geldverschlingungsmaschine, nämlich über jährlich 2 Milliarden US-Dollar. Und wir finanzieren das alles mit unseren Steuern. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man sich da an der Mittäterschaft beteiligt, auch wenn man diese Steuern zahlen muss und ob ein Staat oder im Falle der BRD eine Nichtregierungsorganisation überhaupt ihre Bewohner oder zur Mittäterschaft zwingen kann. Geht das? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Und letzten Endes ist das Fazit auch, dass sie ein überflüssiger Haufen ist, der eigentlich entsorgt gehört. Ja, wir haben damit angefangen. Andere sind auch schon dabei, wollen aus der UNO raus. Man hört jetzt im Moment nichts mehr davon. Aber für uns war das von Anfang an klar. Wie gesagt, die erste Begründung war ganz einfach. Privatwirtschaftliche Organisation von Privatleuten ins Leben gerufen, von der Banken- und Wirtschaftslobby letztendlich getragen. Im See- und Handelsrecht und da hat ein völkerrechtlich aufgestelltes Staatswesen einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, dort Mitglied zu sein. Die paar, die da drin sind, machen das aus was weiß ich für Gründen, wie zum Beispiel der Iran, ja, oder Nordkorea oder die paar anderen wenigen noch, die noch regelrechte Staatswesen sind. Wahrscheinlich nur aus wirtschaftlichen Erwägungen auch heraus und nicht wirklich aus Überzeugung, weil nun mal alle fast drin sind, nach dem Motto, dann machen wir halt auch mit, damit wir dort auch die Stimme mal erheben können. Das mag sein, Sinn macht das aber nicht. Wir wollen da konsequenter sein und ganz klar sagen, die UNO ist eben eine Organisation des Vatikan, die Verwaltungszentrale zur Weltherrschaft, die sich der Vatikan ja seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten so sehr wünscht. Und sie hat auch eine eigene Schlägertruppe, das ist die NATO, in Verbindung natürlich, unmittelbarer Verbindung immer mit der US-Army, zu der letztendlich auch die Bundeswehr gehört. Denn wer glaubt, die Bundeswehr wäre eine deutsche Armee, der ist wirklich noch im Land der Träume unterwegs. Und genauso verhält sich das in Ländern wie Frankreich, wo es ein klein bisschen anders ist. Aber in anderen europäischen Ländern sind es Bestandteile einer Streitmacht, die alle einem Befehl unterstehen. Und das ist das Traurige. Und jetzt das auch noch hier. Sie benehmen sich auch auf diese Art und Weise vollkommen daneben. Ich weiß gar nicht, wo diese vielen pädophilen, verstrahlten Heinis herkommen. Ist ja unfassbar, was das für Ausmaße annimmt. Aber es bleibt eben unterm Strich dabei, die UNO für die verfassunggebende Versammlung und letztendlich für den Bundesstaat Deutschland überhaupt kein Thema. Nicht mal für einen Halbsatz geeignet, völlig kommentarfrei in die Ecke zu stellen. Jetzt haben wir Telefon. Guten Abend, hier ist DDB Radio, die verfassunggebende Versammlung. Oje. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo, hören wir uns jetzt? Ja, aber ganz, ganz schlecht mit extremen Hintergrundgeräuschen. Bitte also nochmal. Bitte nochmal versuchen, ja? Ja, es hört sich an, als wenn ein Generator laufen würde.
Das ist mein Kühlschrank, sorry. Warte, So. ich verlasse den Raum. Okay. Warte, ich habe eine Leckage hier. So ein ganz tolles, tolles Teil, so ein Siemens Side-by-Side-Kühlschrank mit Wasser und Eis und naja, hat eine Leckage und jetzt hört er sich an wie so ein kaputter LKW. Okay. So, meine Lieben, bei DDB Radio. Zuerst einmal einen richtig fetten Gruß an euch und eine Hochachtung, wie ihr sie bisher noch nicht erfahren habt. Das, was ihr da macht, ist einfach großartig. Das wollte ich euch da erstmal wissen lassen. Danke dir. Ich bin soweit auch ein Teil davon. Ich habe mich auch mit angemeldet und ich unterstütze euch, wo und wie ich kann. Ich wäre liebend gern viel aktiver. Jobmäßig bin ich leider auf Montage und viel außer Haus und komme einmal eine Woche nach Hause, so dass ich mich dort halt ja den Umständen fügen muss. Und ja, mir sind die Hände soweit gefesselt. Aber soweit ich kann, unterstütze ich euch in jeglicher Hinsicht. Und ich hätte folgende Bitte. Ich würde gerne etwas loswerden. Es wäre ganz nett, wenn ihr mich jetzt ausholen lassen würdet und mich so ein bisschen sprechen lassen könntet und einfach nur zuhören. Und zwar okay. geht es darum, vielen Dank. Ich bin 42, ich bin Vater. Meine Wurzeln sind serbisch. Ich bin Sohn von Serben, die hier in Deutschland 1970 irgendwann reingekommen sind, 72, 73, 75 habe ich das Licht der Welt hier in Deutschland erblickt. Und alles, was danach geschehen ist, hat sich hier hauptsächlich in Deutschland abgespielt. Mit meinem Werdegang nach der Ausbildung und alles, was ich machen konnte, hat es mich soweit ein bisschen ins Ausland verschlagen, so dass ich einige Länder auf dieser Erde sehen konnte. Und meine lieben deutschen Mitbürger, ich kann euch Folgendes sagen. Ihr seid im Ausland absolute Nummer eins. Die ganze Welt schaut zu euch auf. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann heißt es, der Deutsche kommt, obwohl ich nicht deutschen Ursprungs bin. Ich bin zwar in diesem Land geboren, ich habe eure Kultur mit aufgesaugt. Ich bin ein Teil der Verkörperung des Deutschseins. Ob es einigen von euch passt oder nicht, spielt jetzt gar keine Rolle. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Eure Pünktlichkeit, eure Präzision, die Maschinen, die ihr herstellt, die Art, wie ihr diese Maschinen in Gang bringt, vorzeitig in Gang bringt, Termine einhaltet, Funktionen erzeugt, ist einzigartig. Kein anderes Land kriegt dies so auf die Kette wie die Deutschen. Ihr Deutschen, ihr habt das Recht, stolz zu sein, Deutsche zu sein. Bitte nicht falsch interpretieren. Ihr sollt nicht so überheblich sein und auf andere herabschauen. Aber verdammt nochmal, seid stolz auf das, was ihr seid. Ihr seid nicht CDU, ihr seid nicht SPD. Ihr seid nichts von dem, was euch präsentiert wird auf RTL und Sat.1 und diesem ganzen Scheißdreck, was dort in der Glotze läuft. Ihr seid wesentlich mehr. Und ihr, meine lieben Deutschen, ich muss aufpassen, was ich sage, dass ich mich dort nicht verrenne. In jedem Land ist irgendein Nationalstolz erlaubt und gewünscht. Nur bei euch Deutschen, sobald ein Deutscher stolz ist, Deutscher zu sein, ist er ein Nazi. Wieso gibt es in diesem Land keinen Patriotismus mehr? Wieso gestattet ihr es, dass RTL und die Bild-Zeitung eure Gehirne so blank waschen und euch irgendwas implizieren, was überhaupt nicht wahr ist? Also, ich bitte euch, hört auf damit, das ist nicht wahr. Seid stolz, Deutsche zu sein. Lasst euch nicht alles bieten, was euch präsentiert wird. Widersetzt euch dem, stoßt es ab und sagt, das ist nicht deutsch, das bin nicht ich, das ist nicht mein Land, das ist nicht meine Kultur. Merkel ist eine Beleidigung für die deutsche Kultur. So, und daher würde ich euch bitten, erinnert euch, geht zurück, ihr seid Teil von einem Ahnenbaum. Ihr alle habt Vorfahren. Ihr seid,
ihr habt ein Ahnenerbe. Ihr seid etwas Besonderes. Aus Deutschland geht eine ganz besondere Bewegung raus. Und daher bitte ich euch Deutschen, werdet wach. Erwacht endlich. Lasst den deutschen Geist aufleben. Ich rede nicht von Nationalismus. Ich rede von Menschlichkeit. Und daher würde ich euch wirklich bitten, tut euch zusammen, ob ihr aus dem Osten kommt, ob ihr aus dem Westen kommt oder aus dem Süden oder sonst woher kommt. Tut euch bitte zusammen. Lasst eine Stimme und eine Meinung erklingen. Und all diesem, was gegen euch arbeitet oder gegen uns arbeitet, lasst uns Einhalt gebieten. Lasst uns voranschreiten. Und das wäre so eigentlich mein Hauptanliegen. Hallo? Ist noch jemand da? Ja, natürlich. Wir haben dir alle sehr aufmerksam zugehört. Und ja, was soll ich sagen? Dem ist nichts hinzuzufügen. Und da wir nicht so weit auseinander sind, werden wir uns irgendwann sicher mal sehen. Ich hoffe doch sehr. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin auch drauf und dran, irgendwann mal bei euch vor der Türe zu stehen und zu sagen, hey, hallo. Und weiß ich nicht, euch wenigstens eine Schachtel Pralinen vorbeizubringen, obwohl ich viel lieber ein Bierchen mit euch trinken würde. Das kann ich ja so nicht von mir geben. Ja, wir werden die Fall. Die Zeit wird kommen, ja. Also nicht für die Pralinen, ich meine, ja. Ja, für das Bierchen, ich bin auch dafür. Okay. Auf jeden Fall wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen ganz, ganz viel Erfolg. Dass ihr wirklich etwas auf die Beine stellt, was die ganze Welt umreißen wird und dementsprechend auch die ganze Welt ja, beeinflussen und verändern wird. Ich habe seit längerer Zeit eine Idee und diese Idee schleppe ich mit mir rum. Diese Idee will aber ans Tageslicht gebracht werden und publik gemacht werden. Es wäre ganz nett, wenn ihr mir diese 2 Minuten noch geben könntet. Mhm. Und zwar geht es ja, das, was ihr macht, ist ja eine Verbindung und eine Revolution, die allerhöchste Eisenbahn hat. Und ich habe einen Begriff, nennt sich Lichtzentrum. Und dieses Lichtzentrum ist einfach etwas, wo Menschen, die in diesem Land hier leben, die ausgeschlossen wurden, die auf einmal irgendwie nicht weiter beschäftigt werden, die zu alt sind, die irgendwie einen Arbeitsunfall hatten oder irgendwie ein privates Unglück gehabt haben oder sonstiges, die auf jeden Fall, ja, soweit vom System ausgestoßen wurden und einfach irgendwo vor sich hin vegetieren und Fähigkeiten und Wissen verfügen, was sie aber nicht anbringen können, weil irgendwelche Firmen nicht den Stundenlohn zahlen oder weil die Firmen irgendwo in Pusemucke liegen, wo am Arsch der Welt kein Mensch hinkommen kann. Und zwar geht's bei einem Lichtzentrum eigentlich darum, dass irgendwelche alten Gebäude, die brach liegen, die nicht mehr in Funktion gehalten werden, übernommen werden, wo Handwerker, die arbeitslos sind oder irgendwie keine richtige Beschäftigung haben oder die nicht mehr bereit sind, für 8,50 Euro morgens um 6 Uhr auf der Matte zu stehen und irgendeinen Chef reich und fett zu machen, sondern die ganz einfach ihr Wissen und ihr Können weitergeben möchten. Wir haben so viele nicht beschäftigte Kinder, die, weiß ich nicht, irgendwelche Teenager Stufen gerade durchlaufen und sich fragen, wo soll ich hin? Was ist meine Perspektive? Was soll ich irgendwann machen? Dieses würde sich wirklich verbinden lassen, wenn man ein Objekt hätte, wo wirklich Frauen, die alleinerziehend sind, zum Beispiel kochen, wo Bauern ihr Essen bzw. Gemüse und, bevor sie es wegschmeißen oder nicht verkauft kriegen, spenden könnten, wo ein Essen für alle gemacht wird, wo Kinder mit den Handwerkern zusammen renovieren und restaurieren könnten, wo Abteilungen irgendwas reparieren könnten, wo alte Menschen nicht in einem scheiß Altersheim
geschlagen und irgendwie auf den Pfleger warten oder sonst irgendwas müssen, wo sie ihre Weisheiten den jungen Menschen mit auf den Weg geben könnten, wo Lehrer, die wirklich wissen, ich rede von Wissen, ich rede nicht von irgendwelchen Programmen, die aus irgendwelchen Brüsseler oder irgendwelchen System Abteilungen rüberkommen, die irgendwie so ein Gender-Bullshit rüberbringen wollen, sondern ich rede wirklich von Wissen, den Kindern vermitteln wollen, wo sie es vermitteln können, wo Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben, sich eintreffen können und denen geholfen wird. Nicht irgendwie als Schülernachhilfe, sondern irgendwie so etwas in der Richtung Stettin-Schule, wo viele Menschen einfach an einem Platz sich unterstützen, sich gegenseitig helfen, wo die Menschlichkeit, wo man sagt, dein Ego bleibt draußen, hier bist du Mensch, wo von Menschen für Menschen etwas geboten wird. Es geht nicht um Profite, es geht mehr um die Menschlichkeit. In was für einer Welt wollen wir leben? Was haben wir eigentlich vor? Was hinterlassen wir unseren Kindern, wenn die irgendwann mal abtreten? Brauchen wir ehrlich so eine Gesellschaft, wo Millionen und Milliarden fließen, wo alles irgendwie nur auf Geld aus ist? Oder brauchen wir, wo scheiß auf dein Geld, ich will nicht dein Geld, ich will dich als Menschen kennenlernen, schätzen und lieben lernen. Also ich glaube, das, was ich alles so in Erfahrung bringen konnte, was die deutsche Geschichte angeht und das alles, das, was uns präsentiert wird, das, was unseren Kindern in der Schule präsentiert wird, ist eine Farce, das ist eine Lüge, das ist eine Schande, dass so etwas überhaupt gestattet wird. Meine Tochter kam letztens zu mir an, erzählte mir, ihr Lehrer hätte gesagt, Fluorid wäre in geringen Mengen gesund für den menschlichen Körper. Ich bin halb ausgetickt, als ich diesen Schrott gehört habe. Ich stehe kurz davor, in der Schule einzulaufen, den Lehrer zu fragen, ob er Fluoridtabletten nehmen würde, wenn ich sie ihm am Tisch legen würde, weil diese Fluoridtabletten giftig für den menschlichen Körper sind. Der Arzt versucht mir einzutrichtern, mein Kind muss geimpft werden und will irgendwelche Rutopil oder ich komme jetzt nicht drauf, Impfungen, wo Aluminium drin ist, will er meinem Kind verabreichen. Als ich ihm gesagt habe, okay, hör zu, ich bin damit nicht einverstanden, ich nehme dich in die Verantwortung, ich werde an dich drangehen, sollten irgendwelche Folgeschäden sein. Du wirst mir unterschreiben, dass ich dich darüber aufgeklärt habe und dass ich dich zur Verantwortung ziehe und dass du in vollem Bewusstsein die Entscheidung getroffen hast, meinem Kind eine Substanz zu injizieren, wo Aluminium drin ist, was das Gehirn schädigt. Ich ziehe dich zur Rechenschaft. Ist der Ja. Arzt zurückgerudert? Könnt ihr euch das vorstellen? Hat er gesagt, ja, ist nicht mehr so richtig, ja, ich konnte es mir nicht Ja. durchlesen. Also ein Scheiß. Ja, Also ich muss dich wirklich. jetzt aber jetzt trotzdem mal Ja, ausbremsen. sorry. Weil, ja, sonst Sorry. machen wir eine extra Sendung für dich, ja. Aber Sorry, das war nicht die Absicht. Ja, aber wie gesagt, es ist so, wie du hast das vollkommen richtig erkannt, und es wäre schön, wenn das andere auch so erkennen würden, dass diese verfassunggebende Versammlung im Prinzip, ich habe das ja auch schon einige Male gesagt, nicht nur eine verfassunggebende Versammlung im juristischen Sinne ist, sondern der Anfang von etwas ganz Neuem, und alle sind aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten, damit das geschafft werden kann. Und schön ist natürlich, dass die Zahl der Teilnehmer in den Arbeitsbereichen größer wird, aber es noch lange nicht groß genug. Das heißt, jeder, der kann, möchte helfen, bitte, denn wir sind auf einem sehr guten Weg und wir werden dieses Ziel, was wir uns gesetzt haben, auch erreichen. Und wie gesagt, wir müssen die anderen jetzt auch noch lassen, ja? Das ist wohl wahr. Ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit, dass ich das mir vom Herzen reden konnte, was ich gerade losgelassen habe. Danke fürs Zuhören. Ihr seid großartig. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Und Deutschland und ihr Deutschen, bitte erwacht endlich, bewegt euch und macht was. So, ich danke euch vielmals und Ja. weiterhin viel Erfolg. Haltet den Kurs und alles Gute. Bis dann. Ciao. Wir danken dir, Ciao. Ja, Ja. das hört man gern. Er hat es eher verstanden als wie manche Deutsche. Und dann muss ich sagen, er ist eigentlich ein Vorzeigedeutscher, ne? Ja, so müssten sie alle sein. Und dann hätten wir hier schon das ganze Ruder rumgerissen. Aber solange sie da draußen noch
in großen Teilen schlafen, müssen wir weiter Aufklärung leisten und unsere Arbeit machen. Ganz einfach. Ja, da gab es ja also ich kann es noch nicht, für mich ist es neu. Ein Video, Zentralrat der deutschen Schlafschafe, das darf einfach gar nicht mehr sein. Das muss der Geschichte und der Vergangenheit angehören. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass das auch geschehen wird. Denn mal ganz ehrlich, niemand gibt es in diesem Land oder nur sehr, sehr wenige, sagen wir mal so, sehr, sehr wenige, die noch nichts davon gehört hätten, dass es hier ein Unternehmen sein soll, dass die Deutschland GmbH, die BRD GmbH oder sonst irgendwie so eine Äußerung, das haben alle, wenn sie ganz ehrlich sind, irgendwie schon mitbekommen. Sie haben nur versäumt, sich mal ein bisschen besser zu erkundigen. Und je größer der Druck wird, und er wird größer, umso mehr wird der Drang bestehen, sich kundig zu machen. Und ich sehe das ganz gelassen und sehr optimistisch und zuversichtlich. Die verfassunggebende Versammlung gibt jetzt richtig Gummi, damit sie etwas Handfestes vorzuweisen hat. Und die Menschen haben noch ein wenig Zeit, ja, die Augen zu öffnen. So, jetzt haben wir einen langen Vortrag gehört. Halbzeit ist auch schon eingetreten. Kurze Musik und dann sind wir wieder da. Ja, dann machen wir mal weiter mit unseren Dingen, die sich um die UNO drehen und um die ganze gesamte Konstruktion. Schon einige Male erklärt. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, dieses ganze Gebilde, was sich da aufgetan hat. Und dass Menschen, die ganz neu dazukommen, erstmal völlig ungläubig da stehen und meinen, du spinnst doch. Aber das hilft alles nicht weiter. Ja, wir sind in der Matrix. Kann sich jeder ja auch und sollte sich jeder auch dieses Video über die Matrix ansehen oder gleich die Filme gucken. Aber das Video ist vielleicht als Erklärung besser. Und da kann man dann auch aussuchen, wer hier Neo und wer hier Trinity heißt, ja, oder Morpheus, und wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und es ist wirklich verheerend und schlimm, wenn man das Ganze kennt. Und dieser Filz, der sich festgesetzt hat, durch diese Einstellung, die man den Menschen eingebläut hat, ja, diese Einstellung, ich zuerst und wenn die anderen nicht, dann eben nicht, haben sie Pech gehabt. Und diese Dinge, davon lebt dieses ganze System. Und man darf es nicht unterschätzen, die UNO ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Er hat die Aufgabe des Vatikan bekommen, das See- und Handelsrecht weltweit einzuführen, hat die Aufgabe bekommen, die Westeuropa insbesondere mit durch Völkerwanderungen zu überfluten und letztendlich zu zerstören und die Kulturen zu zerstören. Guten Abend, hier ist die verfassunggebende Versammlung. Ja, guten Abend. Guten Abend. Schon zu hören? Mhm. Ja, natürlich. Ganz, ganz kleinen Moment, ich muss mir das mir mein Licht ein bisschen heller machen, bitte. Gerne. Habe ich nicht mit gerechnet, dass es so schnell geht. Nun, zum Vatikan. Das ist sehr schwer zu verstehen. Da muss man schon sehr gute Bibelkenntnis haben, weil das ist nämlich der Wunsch von 2000 Jahre, also solange es den Vatikan gibt. Und das ist natürlich was ganz Schlimmes. Und zwar werde ich jetzt muss ich mal etwas vorlesen aus der Bibel, damit das besser verständlich ist, ganz vorsichtig. Also, ich werde mich ganz kurz fassen. Hier steht zum Beispiel Jesaja Kapitel 14 ab Vers 13, kann man selber nachlesen. Hier ist aber der Teufel mit gemeint. Nun ist der Vatikan ein Gebilde vom Teufel, deswegen trifft das jetzt mal, sage ich mal so, einfach halber, betrifft das den Vatikan bzw. den Heiligen Stuhl. Weil der Heilige Stuhl im Vatikan ist ja was anderes, also die katholische Kirche hat mit dem Heiligen Stuhl nichts zu tun. Richtig. Denn der Heilige Stuhl will nämlich die Macht. Und das ist der Heilige Stuhl, der nämlich die Macht anstrebt. Und wenn diese
wenn er diese Macht hat. Und Amerika, also die UNO und so weiter, ist die andere Macht. Und diese beiden wollen die Weltregierung, die neue Weltordnung. Und wenn das zustande gekommen ist, dann können wir uns alle irgendwo vielleicht ganz tief verstecken. Aber da gibt es eine Rettung. Aber das verrate ich nicht. Da kann man die Bibel auch mal lesen. Ich lese jetzt mal kurz ein bisschen, damit das verständlicher wird. Und zwar Jesaja 14, Kapitel 13. Was dich betrifft, du hast in deinem Herzen gesagt, Heiliger Stuhl, in Klammern, zu den Himmeln werde ich aufsteigen, über die Sterne Gottes werde ich meinen Thron erheben und ich werde mich niedersetzen auf dem Berg der Zusammenkunft in den entlegensten Teilen des Nordens, also überall Weltbeherrschung, also mit dem Heiligen Stuhl. Ich werde über die Wolkenhöhen aufsteigen und jetzt kommt der wichtige Satz, ich werde mich dem Höchsten ähnlich machen. Und nun gibt es eine Aufforderung für Menschen, die das nicht mitmachen wollen und das steht in der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Das ist die Aufforderung für die Menschen, also so schnell es kann, die Kirchensteuer nicht mehr bezahlen, es ist Diebstahl hoch drei. Die Lehre alleine ist schon Tatsache, dass die katholische Kirche, beziehungsweise auch der Heilige Stuhl natürlich, kein Recht hat, Gelder einzuziehen. Es gibt viele Religionen, die meinen, richtig zu sein, aber dennoch leben die nur von Spenden. Und das wird in der Bibel auch erzählt, dass da eine Frau war, die hatte zwei kleine Münzen, die hat die eingeworfen und sie hatte alles, was sie gegeben hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und das ist das, was Gott will. Aber nicht hier, so wie früher, wie das war, hier mit diesen Ablasser oder was weiß ich da. Okay, ich mache das Telefon wieder frei und höre euch zu, ja? Okay, danke dir. Okay, tschüss dann. Jo, tschüss. Ja. Schwieriges Thema, hatten wir ja schon ein paar Mal angerissen. Ich habe auch eine Empfehlung gegeben zum Lesen, weil kann mir nicht vorstellen, dass alle hinlaufen und jetzt die Bibel lesen oder ähnliche Texte, ganze dicke Bücher. Das ist irgendwie heute nicht die Mentalität der Menschen, wenn man so den Durchschnitt mal nimmt. Aber auf der Seite der allianzearth.com hinten, wo auch Videos über die alten Veden und so weiter sind, da gibt es zwei Textblöcke unter den Videos. Und wenn man die gelesen hat, dann weiß man ziemlich gut, was los ist. Kann ich also nur immer wieder empfehlen. Es war auch nicht gerade ein kurzer Text, aber wesentlich kürzer als ein Buch. Und es lohnt sich ganz bestimmt, damit immer verstanden wird, was hier gesagt wird. Dass das ganze Weltgebilde, die Welt sozusagen, auf einem einzigen Wort basiert. Ein einziges Wort oder ein einziger Begriff schafft diese Welt und hält sie am Laufen. Man soll es nicht glauben. Und zwar aus jeder Richtung. Und dieser Begriff ist Schuld, womit ein Menschenleben angeblich beginnt. Und der Glaube daran, an die Schuld, der regiert den ganzen Planeten. So einfach ist das und mehr ist das auch nicht. Man kann jetzt noch viele andere Aspekte nehmen, man kann gucken, wo kommt denn die Bibel her, dann muss feststellen, man fest, aha, die Bibel ist eigentlich der Talmud und der Koran ist an für sich nur eine Abschrift, ein ziemliches Durcheinander, ebenfalls vom Talmud und dann weiß man, wo das Ganze so langsam herkommt und wie gesagt, aber das Werkzeug, um diese Welt zu schaffen und am Laufen zu halten, ist der Glaube an eine Schuld,
eine Schuld gegenüber irgendjemandem höheren, eine Schuld im Geldsystem, ein Schuldgeldsystem, die Schuld, dass man etwas zurückzahlen müsste, weil man etwas schuldig ist, alleine durch seine Geburt und. Das ist der zentrale Punkt. Und deswegen macht es aus meiner Sicht auch nicht wirklich viel Sinn, die Bibel zu zitieren, denn die Bibel in dem heutigen Zustand ist eine Abschrift von der Abschrift von der Abschrift von der Abschrift und enthält tatsächlich noch Bestandteile des Wahren, aber nur noch ganz wenig. Alles andere ist irreführend, mit Absicht. Ja. Aber wir sind ein bisschen von der UNO abgekommen. Ich weiß zwar jetzt nicht, also UNO, kein Thema für den Bundesstaat Deutschland und die verfassunggebende Versammlung. Heute wieder ein klarer Beleg, wieso und warum das so ist. Ein weiterer Punkt, der einfach nur ein Übel werden lässt. Ja? Was ist denn das für ein Haufen da? Genau. Ich möchte dann auch noch einen Satz loswerden und eigentlich mehr einen Aufruf. Denn das, was wir hier machen, das soll ja nicht auf Deutschland beschränkt werden. Und wir wissen ja auch die Hintergründe, die sich so zusammenreimen. Alle Nationen und Völker sind aufgerufen, ihre Nationen und angestammten Länder, die ihre Heimat sind, zu schützen und sich nicht mehr für diesen elitären Missbrauch zur Verfügung zu stellen. Nur dort, in den angestammten Ländern, in euren angestammten Ländern, habt ihr das Recht am Grund und Boden. Lasst euch das nicht nehmen. Globalisierung entwurzelt alle Nationen und trennt sie von ihrem angestammten Grund und Boden und Lebensraum und macht sie damit alle heimatlos. Und wir haben alle nur eine Heimat und die gilt es zu schützen. Das betrifft auch die vielen, die hierher kommen. Die werden genauso entwurzelt. Ja, und auch das ist etwas, was von ganz oben kommt. Sie wollen es. Und warum wollen sie es? Dann gibt es niemand mehr, der sie aufhalten kann, diesen Planeten völlig auszurauben und die Arbeitskraft der Menschen zu missbrauchen. Denn die sind dann rechtlos. Und das wollen wir doch alle nicht, oder? Ja, unbedingt. Und wenn der Anrufer vorhin sagte, dass das natürlich nicht eine deutsche Erscheinung sein darf, ja, dass die Menschen sich aufmachen, dann ist das genau das, was die verfassunggebende Versammlung auch denkt, wie Retschi gerade sagte. Alle müssen in ihr Land investieren. Nicht, weil es Nationalismus irgendwie wieder aufzuleben ist, der sich dann über ein anderes Land stellt in seiner unfassbaren Großkotzigkeit. Nein, nein, es geht hier um Grundrechtesicherung. Um Grundrechtesicherung gegenüber einem bösartigen Gebilde, was genau dahin unterwegs ist, genau diese Grundrechte, die Entwurzelung aller zu bewerkstelligen. Dass niemand mehr weiß, was Recht ist. Viele wissen das ja heute schon nicht mehr. Und dem ist entgegenzuhalten. Und wenn heute jemand hier ist aus Italien, aus der Türkei oder sonst woher, er muss gucken, dass sein Land, seine Nation, seine Vorfahren, seine Abstammung und seine Rechte daran gesichert werden. Letztendlich auf Dauer gesehen bringt es ihm nichts, in Deutschland zu sein und zu leben und seine Wurzeln abreißen zu lassen in die Heimat. Weil hier kann er diese Rechte, die er dort hat, nicht erwerben. Umgekehrt ebenfalls. In dieser Zeit jetzt ist es unfassbar wichtig, dass gerade diese Rechte aber gesichert werden, weil jemand gerade versucht, uns alle Rechte wegzunehmen. Deswegen müssen wir mit den höchsten Rechten anfangen und ihnen verbieten, weitere Rechte zu stehlen. Und was die Menschen, wenn sie denn dann wieder ins Recht gesetzt sind, späterhin miteinander über die Grenzen hinaus vereinbaren, das ist etwas ganz anderes. Ich kann mir schon vorstellen, wie das dann läuft. Wenn diese Typen erstmal entfernt sind, dann werden die Menschen auch ganz anders mit sich sprechen, untereinander sprechen,
dann werden sie sehr gut klarkommen miteinander und werden viele Probleme, die wir heute kennen, überhaupt nicht mehr haben. Aber zuerst einmal, der erste Schritt ist, sichert alle eure Boden-, Grund- und Heimatrechte, die euch gegeben worden sind. Und werft sie nicht einfach weg, indem ihr ins Ausland geht und dort versucht, Einheimische zu spielen, die ihr niemals sein könnt und auch nicht sein solltet, weil euch dann nämlich wirklich etwas ganz Entscheidendes fehlt. Staatenlos, heimatlos, kulturlos, völlig den Halt verloren. Viele türkische junge Leute, die hier sind, leiden darunter sehr. Sie wissen nicht, ob sie das eine oder das andere sind oder überhaupt irgendwas sind. Sie werden aggressiv, bösartig, erlernen weder die eine noch die andere Sprache richtig, machen keine Ausbildung zu Ende, haben überhaupt keine richtige Schulbildung. Ich meine jetzt die Masse. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist genau das, was gewünscht ist. Dumme, heimatlose, nicht mehr ihrer Identität bewusste Individuen, die nur noch auf Slogans und irgendwelchen Ansagen hören, die man ihnen eintrichtert über Medien, über was weiß ich, irgendwelche Werbeaktionen anderer Art. Ja? Konsumenten und Verbraucher, weil da ist es nichts. Wir sind ja auch lieber Konsument und du wirst auch im Fernsehen schon mittlerweile die Verbraucher. Ne? Ja klar, überlegt euch das mal. Aus Menschen mit Rechten werden Verbraucher. Es ist alles nur der Konsum. Sie machen mit euch Geld und ihr sollt alles Mögliche haben, besitzen, kaufen. Ja, besitzen, genau. Und Grund und Boden aber, das wirklich Wichtige, das ernährt einen Menschen. Ihr bräuchtet das alles gar nicht, weil das ist das wirklich Wichtige, das Bodenständige. Und das will man euch nehmen, mitsamt den Bodenschätzen, die da vielleicht drinstecken. So ist das. Und der Bundesstaat Deutschland hat dem schon entgegengewirkt. Die verfassunggebende Versammlung ist der Rechtsstand, in dem sich der Bundesstaat im Moment befindet, damit das vielleicht auch besser verstanden wird. Also der Bundesstaat Deutschland ist seit 4.4.2016 Realität, noch ohne eigene Administration und Organisation. Und die verfassunggebende Versammlung wird dafür sorgen, dass dieser Bundesstaat eine Administration bekommt und eine Struktur bekommt und somit handlungsfähig gestellt werden kann. Das ist im Moment die Aufgabe, an der wir arbeiten. Dass irgendjemand daran zweifelt, dass dieser Bundesstaat da sein sollte, den verweise ich mal auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Münster vom 1984 oder 86. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber 84 oder 86, in dem ganz klar und eindeutig nochmal festgestellt wird, was schon bekannt war, aber immerhin durch ein bundesdeutsches Gericht. Ist schon ja, beachtenswert. Ein Staat entsteht alleine durch seinen, ein Staat besteht alleine durch seine Entstehung und nicht durch eine Anerkennung. Die Anerkennung ist rein deklaratorischer Natur. Und das ist internationales Recht. Dieser Bundesstaat Deutschland besteht. Und dieser Bundesstaat Deutschland besteht aus den Menschen, die die Anrechte definiert haben an den 26 Bundesstaaten im Gebiets- und Rechtsstand des 31. Juli 1913. Und wenn irgendeiner noch kommt und irgendetwas von irgendeinem Kaiserreich erzählt, dann muss er zur Kenntnis nehmen, dass ein Staat nach diesem Urteil auch entsteht und entstanden ist, alleine durch sein Vorhandensein und seine Entstehung selbst und nicht durch eine Anerkennung von irgendjemandem, vor allen Dingen nicht von außen. Und wenn dann noch die Rechte nachgewiesen werden können, dass diese Menschen, die das getan haben, tatsächlich die Rechte auch dazu haben, dann ist das so. Und wenn alle anderen das nicht getan haben, dann haben sie so lange die Rechte nicht, wie sie sie nicht selbst wollen und nicht selbst nachgewiesen haben oder nachweisen konnten. Und man darf auch nicht vergessen, nicht das Kaiserreich ist das Recht, sondern die Menschen darin. Das sind die Rechteträger. Und diese Menschen haben Nachfahren, nämlich wir. Wir sind die Rechteträger von damals, weil das vererbt wird. Diese Rechteträgerschaft.
durch die Abstammung. Und viele machen eben den Gedanken, ja, man kann ja keinen Staat auf einem Staat gründen. Ja, bitteschön, erstens war es ein Staatenbund und zweitens ist er weg. Er ist weg. Was noch besteht, sind die Bundesstaaten, aber gefüllt mit diesen Menschen, die die Rechteträger sind. Und wenn die was anderes wollen, dann können die das jederzeit tun. Na, wir wollen nichts anderes. Wir wollen ja genau das. Aber wir wollen bestimmt keinen Kaiser wieder. Ja, das ist ja auch schon oft erklärt worden. Passt aber ganz gut jetzt hier rein, weil das das Entscheidende ist. In anderen Ländern gibt es andere Abfolgen, geschichtliche Abfolgen. Dort muss man sich wahrscheinlich auf etwas Ähnliches beziehen, in anderer Art und Weise. Muss man von Staatswesen zu Staatswesen mal schauen, wie das denn da früher gewesen ist. Bei uns war es ganz eindeutig so, dass die Staatsangehörigkeiten in den Völkerrechtssubjekten der 26 Bundesstaaten lagen und nicht im Kaiserreich, was das Kaiserreich auch genauso aufgeschrieben hat. Und infolgedessen sind wir in der verfassunggebenden Versammlung der Bundesrat der damaligen 26 Bundesstaaten. Ja, jetzt haben wir 19.54 Uhr. Viele Anrufe werden jetzt nicht mehr kommen. Wer doch noch mag, kann das gerne tun. Wir wollen das Thema noch mal ganz kurz auf die Vollversammlung und den weiteren Ablauf richten ansonsten. Also eine weitere Vollversammlung, die öffentlich übertragen wird. Jetzt am kommenden Sonntag wird es im Moment dann nicht geben, weil beschlossen wurde, dass die internen Arbeiten in den Arbeitskreisen und an den Bundesländern im Moment Priorität besitzen, da die Menschen auch, wie gesagt, ihren Familien und ihren sonstigen Verpflichtungen nachkommen müssen, werden die weiteren Arbeiten, die die Vollversammlung leistet, intern durchgeführt. Immer dann, wenn zwischendurch ein Tagungstermin feststellbar ist, wird er durchgeführt werden. Und in den nächsten, sage ich mal, 14 Tagen wird dennoch alles fertig werden. Gehen wir nochmal ans Telefon. Guten Abend, hier ist die verfassunggebende Versammlung. Hallo, hier ist die Josie. Ich wollte mich ganz doll bei dem Mann bedanken, der vorhin angerufen hat. Also er hat mich wirklich zu Tränen gerührt, weil er das erkannt hat, wie die Deutschen wirklich sind. Und ich habe in meinem Leben schon oft das Wort N gehört, ja, obwohl ich immer anderen Menschen geholfen habe und war dann immer traurig, dass die Menschen, also manche das gar nicht erkennen, aber das ist halt mit Unreife zu tun. Und ich möchte heute für den Abend noch einen kleinen Vers sagen. Sei wirklich. Trau dich im Leben zu sein, wer du wirklich bist, zu sagen, was du wirklich denkst und zu tun, was du wirklich liebst. Und das für deine Heimat und alle deine Lieben und für alle Menschen auf der Welt. Und so möchte ich, dass alle Menschen das hören. Dankeschön. Und schönen Dank für eure Arbeit. Danke dir, bis bald. Ja. Bis bald. Und wir haben dann noch was Nettes zu verkünden. Wir haben auf der Allianz Erde den Text jetzt auch in Englisch, und zwar den, was ganz wichtig ist, diese Weltsituation. Und dazu gibt es auch ein Video, kann man auch nachlesen, und auf der WordPress-Seite. Der Titel heißt, Moment, was sie verstecken, drängt mit Macht um den Globus. Denn sie verstecken die Wahrheit und wir decken sie auf und wir haben sie auch aufgedeckt. Und das ist natürlich in allen Sprachen. Und die meisten Menschen auf der Welt verstehen Englisch. Deswegen ist es leider so, dass wir das auch in Englisch übersetzen müssen. Und vielen Dank an Monetta, die das für uns gemacht hat. Und vielen Dank an dieser Stelle auch für Anjasi, der das Video dazu gemacht hat. Ja, dann sagen wir nochmal ganz genau, wo es ist. AllianzEarth.com. Auf der Seite oben drüber steht The World Situation. Die Situation der Welt. Dort ist jetzt im Kopfbereich eben ein Video nicht zu übersehen. Der deutsche Text steht natürlich auch auf der Seite. Und dieses Video ist bereits in Australien und anderswo in den Vereinigten Staaten und so weiter unterwegs. Weil halt doch im Moment Englisch die Weltsprache Nummer 1 ist. Das ist eben so. Und wir wollen ja nicht zickig sein in der Beziehung, sondern die Verbreitung möglichst effektiv haben. Und das ist dann eben in Englisch am besten. Ja? So, wo war ich stehen geblieben?
Mit der, achso, mit dem Ablauf, also die Vollversammlung wird dann intern weiter tagen und wird die Ergebnisse, die jetzt noch fehlen, komplettieren, nochmal überarbeiten. Und dann wird es in diesem Jahr also auch noch eine Abstimmung geben über die erarbeiteten Verfassungszusätze. Des Weiteren erscheinen in den nächsten Tagen dann auch die ersten Seiten der Landesverbände. Die Webseiten sind soweit fertig. Sie müssen dann nur textlich und bildlich noch angepasst werden. Und morgen wird das Handelsportal begonnen, wird es entworfen, sodass wir hoffen, dass das auch noch in dieser laufenden Woche oder spätestens in der nächsten Woche dann ebenfalls noch in diesem Jahr an den Start gehen kann. Handelsportal für alle Menschen, die sie untereinander etwas austauschen möchten. Ich habe vergessen, der Britta zu danken. Tut mir jetzt leid, aber die hat auch mitgewirkt bei der Übersetzung. Also vielen Dank auch an Britta. Ja, in der Hektik der Zeit, wenn mal jemand vergessen worden ist in der Nennung, nicht böse sein, ist alles Haufen Arbeit, viel zu tun, alle haben viel zu tun, auch natürlich in den Ländern. Wir haben genauso viel im Moment um die Ohren. Und es wird auch nicht weniger werden. Deswegen müssen wir uns terminlich, organisatorisch immer ein bisschen anpassen, damit die Menschen uns nicht plötzlich umfallen. Ja? Und vor allen Dingen die Familien nicht zerstört werden, weil diese Menschen, die in der Vollversammlung arbeiten, letztendlich für das ganze Volk arbeiten und ihr gesamtes Leben schon abgestimmt haben, umgestellt haben, auf dieses Ereignis der verfassunggebenden Versammlung. Und an dieser Stelle als letztes heute in der Sendung, all die vielen Lebenspartner und die Kinder, die den Papi oder die Mami halt viele Stunden nicht haben, weil sie für dieses Volk leisten, die seien heute auch mal ganz lieb gegrüßt. Auch ihr seid ganz bestimmt nicht vergessen, ihr leistet auch etwas, nämlich einen großen Beitrag an Geduld mit diesem Volk, was euch irgendwann dafür sehr dankbar sein wird. Ja, dann schließen wir die Sendung heute 20:01 Uhr und es kommt natürlich noch die Nationalhymne des Bundesstaat Deutschland wieder zum Abschluss. Und wir sagen erstmal bis Mittwoch, Regie, ne? Ja, ich wünsche allen noch einen recht schönen Abend. Und ich musste bei dem Anruf mit dem Anrufer, mit dem Mann, ich habe den Namen leider jetzt vergessen, hatte ich Gänsehaut, weil wirklich, ich finde das klasse. Und so müsste das jeder sehen. Und das wäre so wundervoll. Ich wünsche also, wie gesagt, noch einen schönen Abend, macht was draus. Ihr wisst ja, Deutschland braucht Kinder. Also ran. So machen wir das. Das heißt, ob das noch klappt. Naja, kommen wir mal. Also es sind ja genug da, die noch sich ein bisschen Mühe geben können. Und was dann mit Erfolg gekrönt wird. Ja, genau. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Reggie natürlich auch. Passt auf euch auf. Morgen ist Sendepause. Dienstag ist natürlich um 19 Uhr wieder die Gesundheitssendung Herz, Körper, Seele dran. Und am Mittwoch hören wir uns wieder mit der verfassunggebenden Versammlung. Bis dahin.